Herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei uns geht es heute um diese Themen. Verkehrsunfälle vermeiden. Vortrag der Polizei in Kempten soll aufklären. Gewalt gegen Polizisten. Podiumsdiskussion in Oberstdorf soll wachrütteln. Und ein Jahr Center Parks. Oberbürgermeister von Leutkirch zieht Bilanz zum Tourismus. Die warme Jacke sollten Sie nicht wegpacken, aber Mütze und Handschuhe brauchen Sie morgen tagsüber nicht. Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es wird kälter und damit auch glatter auf den Straßen im Allgäu. Es hat ja sogar schon geschneit. Das war auch der Grund für einige Verkehrsunfälle, wie zum Beispiel gestern Morgen bei Eumittelberg und Seeg. Hier waren zwei Autofahrer bei den winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs und gerieten beide ins Schleudern. Gott sei Dank wurde niemand verletzt und es blieb bei Sachschäden. Doch nicht nur Glätte führt häufig zu Unfällen, sondern auch zum Beispiel Ablenkung durch Smartphones, Unachtsamkeit oder Müdigkeit. Die Polizei informierte jetzt rund um das Thema Verkehrsunfälle, Vermeidung und richtiges Verhalten im Fall des Falles. Mehr als 2 Millionen Verkehrsunfälle haben sich 2018 in ganz Deutschland ereignet. Allein im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest gab es im Durchschnitt pro Tag 80 Unfälle. Auch wir bekommen jeden Tag Bilder und Meldungen von Unfällen im Allgäu. Die gehen manchmal glimpflich aus. Oftmals aber werden Autofahrer schwer verletzt oder sogar tödlich. Grund Nummer 1 sei Ablenkung, erklärt Jessica Hecker von der Verkehrspolizei jetzt bei dem Vortrag des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest zum Thema Verkehrsunfälle, Vermeidung und richtiges Verhalten im Fall der Fälle. Für uns als Polizeibeamte schwer zu messen. Man kriegt es halt so mit, wenn man so im Straßenverkehr unterwegs ist und man sieht die Leute, wie sie mit gesenktem Blick nach unten gucken, dann denkt man sich oder man sieht es manchmal auch, oh, der tippt wieder am Handy rum. Diese Geschichten, da geht man davon aus, aufgrund der Erfahrungswerte und auch was die Zahl der Beanstandungen bei diesen Verstößen gezeigt hat, dass da eine hohe Dunkelziffer da ist, die man aber halt, wie gesagt, schlecht nachweisen kann. Doch auch Alkohol oder Drogen am Steuer, zu schnell unterwegs oder nicht dem Wetter entsprechend, führen zu vielen Unfällen. Und besonders nicht angepasste Geschwindigkeit kann fatal sein, denn passiert beispielsweise ein Unfall mit 50 km/h mit einem Fußgänger, sterben 90% von ihnen. Bei 30 km/h überleben die Fußgänger zu 90%. Die meisten Unfälle ereignen sich im Berufsverkehr, also zwischen 11 und 13 und 17 und 19 Uhr und vor allem freitags. Oder auch wenn das Wetter umschlägt und es plötzlich regnet und oder Laub auf der Straße liegt oder wie in den letzten Tagen bei Schnee. Doch wie verhalte ich mich richtig an einer Unfallstelle? Dann ist das A und O, dass Sie erst mal gucken, dass Sie die Gefahrenstelle absichern, also dass nicht noch was Folgenschwereres passieren kann. Dann guckt man, ob man dem anderen Unfallbeteiligten, also wenn jetzt ein anderes Fahrzeug oder eine andere Person beispielsweise beteiligt ist, ob man da irgendwie helfen kann. Und dann sollte ziemlich schnell auch erfolgen, dass man den Notruf absetzt. Und da ist es wichtig, dass man möglichst viele Details dazu sagt, dass man halt auch weiß, ja, wo muss man hin, was ist passiert, wie viele Kräfte und in welchem Ausmaß muss man die Unfallstelle mit Einsatzkräften bedienen. Doch Ziel des Vortrags war es nicht nur zu zeigen, was im Ernstfall eines Unfalls zu tun ist, sondern auch dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst zu einem Unfall kommt. Also ich sollte erst mal mich selber gesund einschätzen können, dass ich sage, okay, wenn ich fahre, trinke ich beispielsweise keinen Alkohol, ich fahre nicht, wenn ich jetzt emotional aufgewühlt bin. Grundsätzlich sollte man sich aufmerksam verhalten, wie es jetzt auch geheißen hat im Laufe des Vortrags, für andere auch mitdenken, auch mal zurückstecken, also nicht auf seinem eigenen Recht immer beharren und sagen, ich habe aber da Vorfahrt, sondern sich einfach ja, partnerschaftlich und rücksichtsvoll im Straßenverkehr verhalten. Und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit auch tagsüber mit Licht fahren. So wird man besser gesehen und man sieht selber besser. Und zum Thema besser gesehen werden. Darauf sollten natürlich vor allem auch Fußgänger und Radfahrer achten. Also Fußgänger sollten hell gekleidet sein, Fahrradfahrer Warnwesten tragen und Lichter am Rad überprüfen. Denn allein 29.000 Unfälle sind 2018 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest mit Fahrradfahrern passiert. Und damit so viele wie seit 10 Jahren nicht.
Seit April dieses Jahres haben wir in Bayern Beitragsfreiheit bei der Kinderbetreuung. Der Freistaat zahlt jetzt einen Zuschuss von 100 € pro Kindergartenkind pro Monat an die Kommunen. Das reicht in der Regel aus, um die Kosten für die Kinderbetreuung zu decken. Haldenwangs Bürgermeister will jetzt, dass die Gebühren in Kindergärten auf über 100 € angehoben werden. Und das sollen die Eltern zahlen. Das sorgte für scharfe Kritik. Darum wurde die Entscheidung darüber im Gemeinderat vertagt. Bürgermeister Josef Wölfle begründet seine Forderung damit, was nichts kostet, ist nichts wert. Er möchte die Gebühren ab September 2020 erhöhen. Der Grund, die Buchungszeiten. Es würden 7 bis 8 Stunden für Kinder gebucht, dann aber nicht in Anspruch genommen. Das Personal habe man dann ja aber vorhalten müssen. Mal schauen, was bei der nächsten Sitzung dann rauskommt. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Gleich gibt's die Kurznachrichten. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Für mich als bayerischer Innungsbäcker zählen 3 Dinge. Hochwertige regionale Zutaten, echte Handarbeit, Mitarbeiter, die sich wirklich auskennen, von der Backstube bis zur Ladentheke. Und sich dabei Zeit nehmen, Zeit lassen, auch beim Genießen. Erleben Sie Ihren Winterzauber am Aachensee in Tirol. Winterwandern im Naturpark Karwendel, Skifahren auf Hochalmen oder entspannen in einem der 30 Wellness-Hotels. Die Region Aachensee gehört zu einer der schönsten Langlaufdestinationen im Alpenraum. Mehr zu Ihrem Traumurlaub und dem Camp mit Langlauflegende Jochen Behle unter aachensee.com. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 199 € im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Wen kann ich fragen, wenn die Arztpraxis zu hat? Das medizinische Infotelefon. Rund um die Uhr kompetente Antworten durch unsere Fachärzte und Mediziner. Für ein gesünderes Bayern. AOK, die Gesundheitskasse. Erleben Sie das Gala-Ereignis des Jahres 2020, den Allgäuer Presseball. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Unser Stargast Peter Kraus nimmt Sie mit in die wilde Zeit der 50er und 60er Jahre. Flotte Tanzmusik spielt die bekannte Steinbach Big Band. Genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Ganz oben, Obertauern. Lerchenmüller. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Fertigstellung. Ihr Profi für die komplette Gebäudehülle in Sachen Spenglerei und Flachdachbau. Ein bisschen dicht gibt's it. Unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn. Und jetzt die Kurznachrichten am Donnerstag. Im kommenden Jahr müssen die Allgäuer mehr Geld für Strom bezahlen. Nach Angaben des Allgäuer Überlandwerkes AÜW sind die Beschaffungskosten für Strom in den letzten 2 Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Verantwortlich sei vor allem die gestiegene EEG-Umlage, mit der der Ausbau erneuerbarer Energien finanziert wird. Auch steigende Energiepreise an der Strombörse und teurere CO2-Zertifikate seien Gründe. Ein 4-Personen-Haushalt müsse 2020 mit etwa 50 € Mehrkosten im Jahr rechnen. Trauer um Altlandrat. Der ehemalige Unterallgäuer Landrat Hermann Heisch ist tot. Das hat das Landratsamt Unterallgäu jetzt mitgeteilt.
Heisch war von 1978 bis 2006 Landrat und hat maßgeblich zur Einheit des Landkreises Unterallgäu beigetragen, der erst 1972 durch die Gebietsreform entstanden ist. Der Landkreis trauert um eine große Persönlichkeit, sagt Landrat Hans-Joachim Weirather. Heisch habe den Ausbau der A96 vorangetrieben und damit das Unterallgäu als Wirtschaftsstandort gestärkt, so Weirather. 2006 ist der promovierte Tierarzt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Landrat zurückgetreten. Hermann Heisch wurde 80 Jahre alt. In Kaufbeuren wurde ein Mann festgenommen, der als sogenannter falscher Polizist einen Rentner um sein Geld bringen wollte. Der Rentner rief die Polizei. Einer Seniorin aus Kempten ging es gestern Abend anders. Sie wurde Opfer der falschen Polizistenmasche. Nach einer Vielzahl von Anrufen übergab die Frau einem Unbekannten 40.000 Euro. Ihr war der Abholer als Polizist angekündigt worden, der ihr Geld in Sicherheit bringen sollte. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Insgesamt registrierte die Polizei noch nie so viele dieser Betrugsfälle wie in diesem Jahr. Der Schaden beläuft sich auf über 300.000 Euro. Die durchschnittliche Schadenssumme beträgt über 30.000 Euro pro Fall. Brand in Wasserburger Werft. Seit heute früh steht eine Werft in Wasserburg am Bodensee in Flammen. Auch das Haus von Wasserburgs Bürgermeister Thomas Kleinschmidt soll betroffen sein. Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis waren vor Ort. Insgesamt geht man von einem Sachschaden in Millionenhöhe aus. 6 Personen wurden durch Rauchgas leicht, 2 mittelschwer verletzt. Durch die Größe des Feuers kam die Feuerwehr nicht am Gebäude vorbei an den See. Das Löschwasser musste deshalb durch extra verlegte Leitungen zur brennenden Halle gepumpt werden. Das technische Hilfswerk hat eine Ölsperre im Bodensee errichtet, da verunreinigtes Löschwasser in den See gelaufen ist. Die Anwohner mussten ihre Fenster geschlossen halten. Verkehrsunfall auf B308. Auf der Bundesstraße 308 ist es heute Morgen in Höhe Scheidegg zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Der Fahrer eines Pkw kam in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte da mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt, die Insassen des Lastwagens blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die B308 war für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Es gibt einen weiteren Kandidaten für das Amt des Landrats im Oberallgäu. Peter Rist will für das Bürgerbündnis Oberallgäu ins Rennen gehen. Nach Kandidaten von CSU, Freien Wählern, den Grünen, FDP und ÖDP ist Peter Rist der 6. Kandidat für die Nachfolge von Anton Klotz. Rist hat kommunalpolitische Erfahrung. Er war 8 Jahre lang Finanzbürgermeister in Reutlingen. Eine Nominierung des Bürgerbündnisses steht noch aus. Erneuter Wassereinbruch. Im Bundesleistungszentrum Füssen ist durch eine undichte Stelle im Flachdach erneut Wasser eingebrochen. Der VIP-Raum des EV Füssen und ein Kraftraum wurden beschädigt. Laut der Stadt Füssen sei der Schaden nicht so groß wie bei vergleichbaren Wassereinbrüchen der Vergangenheit. Das Problem des undichten Daches besteht seit Monaten und sorgt seit langem für Ärger. Eine provisorische Dachsanierung sollte Abhilfe schaffen, jedoch konnten die notwendigen Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. Diese sind laut der Stadt jetzt aber fertiggestellt. Ja, soweit die Kurznachrichten für heute. Jetzt schauen wir noch, wie gewohnt an dieser Stelle, auf das Wetter der nächsten Tage. Und da ist echt von allem etwas dabei, nur warm wird es nicht. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht wird es frostig. Es gibt Temperaturen zwischen 0 und minus 1 Grad. Es wird überwiegend bewölkt und grau. Den Freitag starten wir teils sonnig, teils bewölkt. Im Raum Bodensee kann es vereinzelt regnen. Mit 8 Grad liegen die Höchstwerte im Oberallgäu. Im restlichen Allgäu gibt es Werte um 6 Grad. Im Laufe des Tages zieht sich die Sonne zurück und es wird überwiegend bewölkt. Der Regen in der Bodenseeregion verlagert sich ins Ostallgäu. Auch in den Bergen wird es morgen wechselhaft. Größtenteils schneit es und der Himmel ist bedeckt. Am Gründen vermischt sich der Schnee mit Regen. Trotz Wolken zeigt sich aber auch immer wieder mal die Sonne.
Am kältesten wird es mit minus 2 Grad am Nebelhorn. In den restlichen Gebieten liegen die Temperaturen im Plusbereich. Das Wochenende wird ungemütlich. Am Samstag bleibt es weiterhin bedeckt und die Werte liegen bei 4 Grad. Am Sonntag regnet es und zwischendurch vermischt sich der Regen mit Schnee. Die kommende Woche starten wir dann wieder freundlicher und mit viel Sonne. Die Temperaturen steigen allerdings nur auf 5 Grad. Sie sichern Unfallstellen, helfen in Notsituationen und sind Tag und Nacht erreichbar. Gemeint ist unser Freund und Helfer in Blau, die Polizei. Aber die Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte in Bayern haben einen neuen Höchststand erreicht. Eine Tatsache, die die Verantwortlichen nicht so hinnehmen wollen. In Oberstdorf fand gestern der Bezirkskongress der Deutschen Polizeigewerkschaft statt. Mit einer Podiumsdiskussion zwischen Vertretern der Politik, der Polizei und Polizeigewerkschaft wollte man auf das Thema Gewalt gegen Polizisten aufmerksam machen. Dreimal in einer Nacht, am gleichen Ort, und beim dritten Mal eskalierte die Situation. Bei der Sicherung eines Einsatzortes pöbelt ein fremder Mann plötzlich gegen Polizeibeamte, lässt sich nicht beruhigen, wird sogar gewalttätig gegen einen Polizeihund. Der Neu-Ulmer Polizeibeamte Dieter Hausmann musste bei einem Einsatz am eigenen Leib erfahren, wie Gewalt gegen Polizeibeamte aussehen kann. Ich habe mich in der Zeit hinten positioniert und habe dann, wie der Diensthund weg war, den Zugriff von hinten gemacht und wollte ihn zu Boden bringen, gemeinsam mit einem anderen Kollegen. Der Diensthund war natürlich total außen vor, der hatte eine Zeit lang keine Luft gekriegt, wurde geschlagen und hat dann vor lauter Panik ein bisschen gebissen, geschnappt und hat mich in der Wade erwischt. Aber der andere Herr, der hat einfach dann abgelassen und hat weiter massiv gegen unsere Vorgehen agiert und hat mir dabei den Arm verdreht, sodass ich dann auch einen Sehneneinriss in der Ellenbogenszene hatte, der sich dann entzündet hat im Laufe der Zeit, wo ich dann auch 2 Monate im Krankenstand war. Das ist nur einer von immer mehr Fällen, in denen Polizeibeamte Gewalt erfahren. Vor der eigentlichen Podiumsdiskussion nannte Sven Oliver Klinke, der als Vertretung für Polizeipräsident Werner Strössner da war, die aktuellen Zahlen. Und die seien, so Klinke, alarmierend. Im Jahr 2018 gab es im Schutzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest deutlich über 600 Fälle, in denen Beamte Gewalt erfahren haben. 200 davon waren Fälle von körperlicher Gewalt. Das entspricht einem Anstieg von 7,1% im Vergleich zum Vorjahr. Ein absoluter Höchstwert seit 2010, also seit die Statistik geführt wird. Aus vielen Untersuchungen, die zu einem Lagebild zusammengeführt werden, dass Gewalt in jeglicher Form stattfindet. Aber was noch viel schlimmer ist, dass es eben nicht nur bei Großeinsätzen, beim Fußball und bei Demonstrationen zu Gewalttaten kommt, sondern dass es im alltäglichen Dienst, bei ganz normalen Verkehrskontrollen, Personenkontrollen, urplötzlich zu Gewalt kommt. Und genau das belastet die Einsatzkräfte. Meist nachts und an Wochenenden sowie schwerpunktmäßig in größeren Städten. Die Täter sind oft jung und männlich und stehen unter Alkoholeinfluss. Man könne damit rechnen, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte weiter zunimmt, meint der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die Gründe dafür seien vielseitig. Gewalt ist ein sogenanntes multifaktorielles Phänomen. Das heißt, es gibt nicht den einen Grund, warum es zu Gewalt kommt. Da gibt es viele Verwerfungen in unserer Gesellschaft, auch Radikalisierungen in unserer Gesellschaft. Es gibt eine große Respektlosigkeit gegenüber allen staatlichen Institutionen und einen Autoritätsverlust des Staates, den der Staat und seine Institutionen teilweise leider selbst herbeigeführt haben. Oft haben Übergriffe auf Beamte auch starke Nachwirkungen, wie zum Beispiel im Fall von Dieter Hausmann. Nicht nur ein Sehneneinriss beschäftigt ihn noch, auch mit dem Blut des Täters war er in Berührung gekommen. Ja, die Situation war für mich insofern nicht ganz einfach, weil, wie vorhin schon erwähnt, er hatte Hepatitis C. Meine Frau war hochschwanger und wir saßen 10 Tage wirklich auf dem Pulverfass, ob ich jetzt mich angesteckt habe oder nicht. Und wenn ja, was ist wegen dem ungeborenen Kind oder generell mit der Familie? Der Täter wurde bestraft, allerdings erst fast zwei Jahre später, weil er ja den Rechtsweg komplett ausgeschöpft hat. Die Verurteilung war für mich ein bisschen unbefriedigend. Er hat gerade mal in Anführungszeichen 14 Monate für das Ganze bekommen. Und das, obwohl er wegen gleichartiger Delikte bereits unter Bewährung stand. Hausmann ist enttäuscht, nicht nur über das Strafmaß, sondern auch über die mangelnde Unterstützung von oben. Keine Informationen, wie der Klageweg laufen könnte und welche Ansprüche Hausmann überhaupt hat und wie er diese auch einfordern kann.
Normalerweise stünde ihm auch ein Schmerzensgeld zu, doch da der Täter mittellos gewesen sei, habe Hausmann keins bekommen. Normalerweise würde da eigentlich im Rahmen seiner Fürsorgepflicht der Staat aushelfen, meint der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft. Im Fall von Dieter Hausmann sei da dann wohl etwas schiefgelaufen. In Zukunft müsse sich einiges ändern, findet der Beamte. Da müsste meiner Meinung nach bei der entsprechenden Abteilung eine Stelle geschaffen werden, die, wenn sie was auf den Tisch bekommt, Polizeibeamte im Dienst, wurde geschädigt, nicht nur verbal, sondern auch körperlich, dass sie sich dann automatisch mit den Beamten in Verbindung setzen und dem eine Art Leitfaden mitteilen, was alles möglich ist. Trifft das auf sie zu, dann müssen sie dies und jeden Weg eingehen. Wenn nicht, dann eben verschiedene Wege aufzeigen, was sicherlich jeder dann für sich nutzen kann. Reagiert hat die Politik schon, und zwar in Sachen Prävention. Rund 100 Millionen Euro hat der Freistaat dafür in den letzten Jahren ausgegeben. Neben neuen Uniformen, Schutzausrüstungen und Einsatzstöcken wurden einige Polizisten auch mit Bodycams ausgestattet. Doch das ist nicht genug, man müsse das Problem an seiner Wurzel packen. Und zwar bei der mangelnden Akzeptanz der staatlichen Autorität, meint Wendt. Die Podiumsdiskussion soll ein Anstoß sein. Jetzt müsse man reagieren. Reagieren will auch Barbara Schlicht aus Heimenkirch, und zwar auf die Belastung von Mensch und Tier durch Feuerwerk. Feuerwerk hinterlässt sehr viel Feinstaub und Müll und Tiere leiden unter dem Lärm. Schlicht hat jetzt in einem Bürgergespräch vorgeschlagen, ein Feuerwerk an Silvester nicht zu verbieten, aber ein gemeinsames zu veranstalten. Ihr Vorschlag: Jeder in Heimenkirch soll zwar böllern können, allerdings zeitlich und räumlich begrenzt. Alle auf einem Platz. So bliebe die Lärmbelästigung begrenzt, genauso wie der Müll. Außerdem wäre es eine gemeinsame Feier. Bürgermeister Markus Reichert sagte dazu, dass man sich mit dem Vorschlag beschäftigen werde. Gleich feiern wir ein bisschen Geburtstag. Bleiben Sie dran. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Wen kann ich fragen, wenn die Arztpraxis zu hat? Das medizinische Infotelefon. Rund um die Uhr kompetente Antworten durch unsere Fachärzte und Mediziner. Für ein gesünderes Bayern. AOK. Die Gesundheitskasse. Steigern Sie mit und sichern Sie sich Top-Angebote aus der Region bei der großen Online-Auktion der Allgäuer Zeitung vom 7. bis 17. November. Mehrere hundert Produkte, Gutscheine und Dienstleistungen zum Top-Preis. Alle Angebote unter az-auktion.de. Da hat man ein bisschen Geld gespart. Und dann bekommt man gute Konditionen nur über gute Kontakte. Oder kann man sich das alles sparen? Beste Zinsen exklusiv für alle. Jetzt mit Weltsparen attraktive Tages- und Festgelder sichern. Weltsparen. Unter dem Motto „Gestalten das Handwerk mit uns in die Zukunft“ können sich interessierte Besucher ein umfassendes Bild vom reichhaltigen Bildungsangebot machen. Besonderheiten sind die lebenden Werkstätten, die Ausstellung von aktuellen Projektarbeiten sowie der Verkauf im Hause hergestellter Schmuck und kunsthandwerklicher Gegenstände. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Freuen Sie sich auf das Herbstkonzert der Stadtkapelle Kempten im Stadttheater. Am kommenden Samstag, den 16. November um 20 Uhr. Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre zur Oper „Die Macht des Schicksals“ von Giuseppe Verdi. Wieder dabei ist das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Kempten. Kartenvorverkauf, Allgäuer Zeitung, bei den Heimatzeitungen und an der Abendkasse. Am
Am 1. Oktober feierte Center Parcs in Leutkirch seinen ersten Geburtstag. Rund 1,2 Millionen Übernachtungen verzeichnete der Ferienpark im ersten Jahr. Und das wirkt sich auch auf die Stadt Leutkirch aus. Vor allem im Einzelhandel und in der Gastronomie sei das klar zu spüren. Die Meinung der Einheimischen zu dieser Entwicklung und die Bilanz des Oberbürgermeisters zum Tourismus stellen wir Ihnen jetzt vor. Der Gänselieselbrunnen ist eine der Sehenswürdigkeiten von Leutkirch im Allgäu. Seit über 50 Jahren steht die Brückenplastik mitten in der Stadt. Bestimmt haben Sie schon viele Touristen fotografiert. Zu den 100.000 Gästen jährlich in den Leutkircher Ferienwohnungen, Hotels und Gasthöfen sind jetzt aber mehr Touristen dazugekommen. Seit vor einem Jahr der Centerparks Allgäu seine Tore geöffnet haben, sind wir auf einen Schlag natürlich ein sehr wichtiger Tourismusstandort geworden. Wir haben jetzt über 1,2 Millionen Übernachtungen zusätzlich durch den Park bekommen. Und das ist jetzt für uns eine ganz andere Situation. Und darüber sind wir aber sehr froh. Befürchtungen, dass die Gäste ausschließlich im Park bleiben und die Geschäfte in der Leutkircher Innenstadt nicht davon profitieren, bestätigen sich laut Hähnle nicht. Es kommen deutlich mehr Menschen auch in die Leutkircher Innenstadt zum Einkaufen. Und besonders an den schönen Tagen merken wir das sehr stark. Und auch in der Gastronomie bemerkt man das sehr positiv. Also die Umsätze sind deutlich angestiegen. Außerdem entstehen durch Centerparks auch langfristig Chancen für andere Hotels und Herbergen in Leutkirch, so Hähnle. Es ist ja so, das weiß man von vielen Centerpark-Standorten, dass die Gäste im ersten Mal im Park sind. Die gehen natürlich raus, erkunden die schöne Umgebung und später kommen die dann auch mal in die anderen Beherbergungsbetriebe. Und da denken wir schon, dass wir profitieren. Wir merken das auch daran, dass wir derzeit 2 Bauvoranfragen für neue Hotels bei uns haben. Und das hängt sicherlich auch mit dem Park zusammen. Und generell der wichtigste Punkt von diesem Park für mich ist der, dass da ganz viele Familien mit kleinen Kindern Urlaub machen. Und ich weiß das von mir, ich weiß es von meinen Freunden und Bekannten. Man geht oft dorthin in den Urlaub später, wo man früher mit den Eltern im Urlaub war. Und ich glaube, da werden wir hier in der Region, im ganzen Allgäu, noch über Jahre und Jahrzehnte davon profitieren. Es gibt allerdings auch noch ein paar Dinge, die Hähnle hinsichtlich des Tourismus verbessern möchte. Das ist der ÖPNV, da haben wir noch einiges auszubauen. Da müssen wir auch die Grenzen zwischen Bayern und Baden-Württemberg noch besser überwinden, weil oft die jeweiligen ÖPNV-Systeme da enden. Und da haben wir schon noch gemeinsam einige Verbesserungen anzugehen. Außerdem sei man gerade dabei, die Radweganbindung deutlich zu optimieren. Die Stadt möchte, dass viele Touristen umweltfreundlich das Rad nutzen. Insgesamt kann Leutkirch auch noch mehr Urlauber vertragen, wenn es nach dem Oberbürgermeister geht. Leutkirch ist eine der flächengrößten Städte in Baden-Württemberg. Und von dem her, wir haben genügend Platz noch für weitere Touristen. Und von dem her, bei uns können wir nicht davon reden, dass das jetzt eng werden würde. Laut Hähnle ist die Resonanz der Bürger auf den steigenden Tourismus sehr positiv. Der Einzelhandel ist zufrieden, die Gastronomie ist zufrieden, die Bürgerinnen und Bürger finden es auch als Bereicherung. Ich habe bisher 2 negative Rückmeldungen bekommen. Wenn man jetzt zum Essen gehen will in Leutkircher Region, muss man sich voranmelden. Das war früher etwas einfacher, da musste man nicht reservieren. Und ich habe auch schon besorgte Bürger gehört, die gemeint haben, vielleicht steigt jetzt der Bierpreis. Aber das müssen wir mal abwarten. Mehr über den Tourismus und die weiteren Entwicklungen sehen Sie in unserem Magazin vom Westallgäu bis zum Bodensee. Das Landkreismagazin von Lindau bis zum Bodensee läuft ab heute bei uns und Sie finden es natürlich auch bei uns in der Mediathek unter www.allgäu.tv. Morgen geht es bei uns in der Sendung nochmal nach Pforzen in die Hammerschmiede. Da haben sich regionale Politiker und Markus Söder heute Nachmittag schon getroffen, um über den Knochensensationsfund zu sprechen. Bis dahin, machen Sie es gut.